Ich bin gerade in der Wüste, ne? Und ich bin hier am Rumpf und das sieht so aus, als ob ich mich gerade nur einen Meter fortbewege oder Ja, in der Wüste, das ist ein ganz irrer Effekt. das zieht sich gerade nicht, ne? Ja, Marvin ist echt besser. Unter Tropignatus. Marvin. Ich will Ich habe Mana. sogar tatsächlich in dem Spiel sind Marvins wirklich die schnellsten Fortbildungs. Dabei können sie technisch gesehen gar nicht fliehen. Ja, aber die können Kleider und das ist auch schnell. Ja, Papa, ich kann auch nicht fliegen und trotzdem fliege ich durch die Gegend. Lass mich erst mit den einlegen, damit bevor ich dich lege. Okay? Einer nach dem anderen. Ich Lagerfeuer bauen. Holz, Stein, Stroh, das müsste man hier doch alles finden. Oh, etwas mehr wie 400 Polymer, denke ich, das reicht. Ja. Allgemein, aber man muss ja was craften. Kettensäge zum Beispiel. Ja, warum denn nicht? Ganz nett. Hallo Giga. Wer will? Überguckt sich. Oh. Trotzdem tödlich. Natürlich tödlich. Die haben was? 30k? 50k Leben? 80. Junge, hör mir auf, ins Schussfeld zu rennen. Elektroschocker. Die Dinger sind nutzlos. Ist. Fuck. Fleisch. So sind 60 Tote mehr weggeschmissen. Gut, was war jetzt mal gemacht haben. Jo, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen Chitin. Das ist halt echt so praktisch an deiner ganzen Mantis. Ja. Dingerhaufe. Kumpel, schlaf doch einfach. Aber jetzt sah mir nicht, dass der wirklich der endliche Biber hier gefressen hat. Nee, hat er nicht. Wenn ich das erste Mal. Ah, nett, das ist. Oh, einen guten. Da brauche ich wirklich so viele Pfeile, bis einer liegt. Oh, noch zwei Pfeile und er hat die Presse. Ja, Pet. Na, jetzt machst du ruhig, denn ich muss neue Darts bauen.
So, als allererstes Kanuschwarte. Warte mal, erst mal nicht losgehen. Da sieht immer geil aus. Na gut, das schnellste Fortbewegungsmittel hier ist, glaube ich, sind die Griffins, die habe ich total vergessen. Die sind nicht so schnell. Nur wenn der Elber immer hochfliegt und dann Sturzflug ja, macht. Die im Sinkflug, ja. Aber, ja. Ja, das macht einiges an Unterschied. Ich bin so froh, dass diese Kanus nichts aushalten. Können weder was aushalten noch gut austeilen. Und dann das einzige, der einzige positive Dings, den die haben, das ist dieser Bidefekt, aber ja, er ist auch nicht wirklich stark. Ja, da muss man die Viecher massiv gelevelt haben dafür. Ja. Ja, aber selbst der Flutungseffekt, der ist nicht stark. Der Würfel waren, ich glaube, 3% oder so. 5, irgendwie sowas. Ich hatte so die Hoffnung, dass mal Biber mit Terraner dann tragen kann, aber. Biber? Hm. Ich trägt gerade einen Moment strahlen. Ich will jetzt eigentlich hoffen, dass nicht gleich die ganze Verwandtschaft mitkommt. Und die ganze Cousin. Cousin, Dachsgang. Sag's nicht meinem kleinen Bruder. Okay. Ist da? Oh, sehr schön. Es ist nur 20, aber besser als nichts. Ey, nee. Besser wie nix. So, nimmt die Lust verlieren. So lahm wie er ist. Einer unserer Agatavs hat schon Ei gelegt. Und einer der Pteranodons. Ich stehe auch gleich Ei, wenn das nicht weitergeht. Ich glaube, meinem Vater geht's nichts gut. Der Kopf bitte ist an. Der Tag ist gekommen. Bist du jetzt drin? Minus 29 Grad. Arschhof. Die Falle schläft gleich. Oh Gott. Die wollen meine Zähne, Papa. Ich ja. Ja. Machen schon, Annie. 17 Meter wäre ich wohl irgendwo finden. So, dann muss man dann nur noch was infallen. Wie ich das Vieh dann beerstochen kriege, lebendig. Keine Ahnung, habe ich dabei, hast du wahrscheinlich gar nichts dabei, hast du gesagt. Doch, mein Terranodon.
Zwischen gerade. Ganz oben rechts. Okay, nee, dann kann ich jetzt leider nicht vorbeikommen. Ich hab gesagt, ich komme vorbei, aber ich bin gerade beschäftigt. Ich muss danach direkt Narkose mit dir machen. Ich bin jetzt wieder bei mir daheim. Dass wir dich doppeln, bin ich wahrscheinlich schon wieder fertig. Hat er schon 3 gezähmt? Ja, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ich muss ja nur den Berg runterbringen, lebendig. Das dürfte nicht so das große Problem sein. Sagst du, kann den Arg einiges mehr schief gehen, glaub mal. Wenn du darfst ja schon oft genug am eigenen Leib erfahren. Kann man so sagen. 27 nachlädt. Wir nennen es Nachladebug. Wir nennen es Nachladefeature. Stimmt, es ist ein Feature. Ist kein Bug, ist ein Feature. It's a Feature. Wir haben gleich 2 High-Level-Duties. Beide und absolut basic aussehen. Und ein Low-Level. Biber. Ja, im Standardformat. Als noch standardrischer geht es eigentlich gar nicht. Standardrischer? Ja. Muss ich runter. Gut, die Gründer, wenn es kein Fallschaden. Wer kriegt keinen Fallschaden? Ja, wenn ich den hin nach Dings her pfeife, da kann der sämtliche Berge runterspringen. Die kriegen keinen Fallschaden? Wenn keiner drauf guckt, nee. Wenn ich den Tech-Vieh töte, ne? Was bringt denn da mehr Elektronik? Axt oder Spitzhacke? Das frage ich mich auch. Sprengstoff. Sprengstoff. Boom, boom, Bakudan. Ich glaube, der Dödi stackt. Oh Gott, und wie er stackt. Na, 50er Raptor. Oh, Allah. Und der Götter. Es dauert nur so 4,5 Jahre, bis der gezähmt ist. Yay. Lieber, ne? Das ist das ganze Zeug, was ich fortgeschmissen habe. Ja, das ganze Zeug, was ich vorhin fortgeschmissen habe, wieder aufgezahlt. Das kenne ich auch. Oh Gott, das wird da technisch sehr knapp. Nö, wird's nicht. Terrorbird. Terrorbird mit Ö. Bird. Terrorbird. Bird. Terrorbird. Terrorbird. Bird. Ich find's geil, wie wir. Egal. Nicht so geil. Dass wir in diesem Taming-Ding 3 Pegomastex stehen haben. 2 davon High Level. Weil ich einen Down Bären im letzten Slot habe. Ich weiß nicht warum. Weil du es kannst. Muss ich erstmal Narco Berries holen. Eigentlich wegen den Moshops, die du immer zähmst. Ja, es kann wirklich gut sein. Wollen ja auch mehr Bären. Ja, ich habe keine Moschopfe mehr. Ich kann schon jetzt als Angriffsviecher mitholen. Tolle Viecher werden sich. Moschops. Hast du schon einen Taspa oder was mit dem Moschop? Ja. Wenn du auf Moschops draufguckst und der gut gelevelt ist, ja. Gerade da auf Fjordor hatte ich schon Moschopse mit 10.000 Level, die machen 100er Rexblatt. Aber sobald du absteigst, rennen sie nur noch, die kämpfen freiwillig mit. Alles nicht zum Schisser. Radikalpazifiste. Ich weiß, wie ich meinen Jeruba nenne. Pazifist? Nein.
Aktion, Change Name. Jetzt wird er mir fast schwach gehen. Papa. Wo ist das? Ich sah das nicht. Warum? Es klingt ähnlich. Es ist auf jeden Fall mal origineller Name, das muss man da lassen. Also scheint wohl mit der Spitzhacke mehr Elektronik zu geben. Slayer hat einen sehr interessanten Namen für Chirobas entdeckt. Hm? Ich sah das nicht. Ich auch nicht. Sollen wir fragen? Ihr könnt fragen, aber Antwort gibt's keine. Sie hat den Zeugen Chirobas genannt. Oh Gott. Leia reicht. Oh Gott. Oh, actually, gar nicht bad. Was? Ich bin von den Zeugen Chirobas. Der Religion möchte ich beitreten. Leia, nein. %. Oh, da hinten jagt irgendwas. Terrorbird. Liga-VogelInnen, wir müssen mal Terror schieben gegen einen Terrorbird. Grünes Viech, das ich noch nicht benannt habe, komm her. Zum Thema, ich sollte mal unsere Viecher bauen. Terrorbirds sind Freunde. Oh, 15 und 130, ist ja klar. Mir ist kein Marvin in der Marvin! Ich nenne das Fluss jetzt Arsche. Ach doch. Wie wird Arsche geschrieben? Ja, Hack. Ja, ich glaube, das ist ja. Na, jetzt heißt es Arg. Ich darf nicht rückwärts fahren. Warum kann ich nicht rückwärts fahren? Nö, ich darf einfach nicht rückwärts fahren. Brauchst du eigentlich einen Schiffstock? Ich hab vor, vorne einen Steg zu bauen, ja. Aber wirklich Stock jetzt eigentlich nicht. Wie gesagt, dafür war die Ruine doch hinne geil. Mhm. %, also bis nächste Woche dürfte ich fertig sein. Läuft. Wieso? Da war nicht unten gekickt. Hier war doch irgendwo ein kleiner Ecken mit sehr viel Grün. Ja, sowas. Als 30 Zement und 18 Silizium-Perl ist für so Staudamm, also für so Biberdamm, nicht gerade viel. Nee. Haben wir wahrscheinlich gerade erst neu gebaut. Oh, knapp 600 organisches Polymer. Ich denke, das geht, oder? Ja, so viel Anfang. Wir müssen aber anfangen, den Scheiß zu farmen.